Hallo, hallo, herzlich willkommen bei einem neuen Video auf meinem Kanal Divine Design Manifestation. Manifestation aus dem göttlichen Design, aus dem Design, wo alles möglich ist, wo es keine Grenzen oder Begrenzungen gibt, wo alles nur aus der höchsten, besten und schönsten Vorstellung entsteht. Das ist Manifestation. Und heute will ich darüber sprechen, warum sich die Dinge im Außen öfters anders zeigen, als du es dir wünschst. Es ist dein Seinszustand. Dein Seinszustand drückt sich im Außen aus, tritt in Erscheinung, indem du dich im Außen erkennst. Weißt du, was du im Innen noch verändern darfst, damit du im Außen deine höchste, tollste, schönste, göttlichste Version erkennst? Und zu diesem Erkennensspiel eignen sich zwei Spiegel großartig. Der erste Spiegel ist deine finanzielle Situation und der zweite Spiegel ist deine Liebessituation. Und genau aus diesem Grunde spreche ich immer über SP, über spezielle Person manifestieren. Weil wenn ich im Außen einen Spiegel manifestiert habe, der mir zeigt, wie großartig geliebt, unendlich gewollt, anerkannt und unterstützt ich bin, dann bin ich es selber. Dann lebe ich nicht mehr im Mangel. Dann lebe ich in meinem Divine Design. Und ich bin sicher und sorglos. Und deswegen ist es so wichtig, sich selbst zu erkennen. Und zwar in anderen oder in Situationen. Und du kannst nichts anderes erkennen als dich selbst. Und wenn du plötzlich deine Divine Design Version, deine göttliche Version, dich als Gott in einem Spiegel erkennst, dann kann es gut sein, dass du Angst bekommst. Und das wiederum kann gut sein, dass dich davon abhält, in diese höchste Version von dir einzutreten. Also müssen wir zuerst die ganzen Ängste, die noch da sind, in Zusammenhang mit all deinen Wünschen jetzt schon geschehen und passiert, mit deinem Reichtum jetzt schon da und angehäuft, all diese Ängste mit deiner speziellen Person jetzt schon in deinem Leben dich wollend. Diese Ängste musst du zuerst erkennen und eliminieren, denn diese Ängste bremsen dich und halten dich zurück. Und ich mache jetzt gerne mal ein Beispiel, was die spezielle Person betrifft. Wenn deine spezielle Person plötzlich in der Version auftritt, dass sie dich auf Händen trägt, dass sie alles für dich tun will, alles mit dir erleben will, dass du das One and Only für diese spezielle Person bist und du bist nicht vorbereitet, weil du noch Glaubenssätze, Bedeutungen, Ansichten hast, wie das ist zu viel oder da muss man doch nicht übertreiben und was denken denn dann die anderen, wenn wir so hoch verliebt sind, wenn der Mann mir zu Füßen liegt, um Gottes Himmels Willen, das ist doch zu viel. Und diese Angst vor zu viel, die hält dich ab und hält dich in einem Wesen, in einem Seinszustand von zu wenig. Und genau so ist es bei Geld. Du hast Glaubenssätze, ich könnte gierig sein, die Leute können meinen, ich will zu viel, die Leute könnten meinen, ich sei geldgeil und so weiter und so fort. Und genau darum nehme ich auch in meinen Coachings immer wieder die Ansichten her, die du anderen Menschen von dir in die Schuhe schiebst. Weil genau diese Ansichten bremsen dich, lassen dich nicht aufsteigen in deine höchste Version. Und dann hast du auch nicht die höchste
geilste, genialste Divine Design Realität von dir betreten, weil du es ja noch nicht bist, weil du es dir noch nicht erlaubst zu sein. Und genau das ist der Prozess, dieser Prozess, wo du dich mehr und mehr erkennen kannst als das absolute, perfekte, göttliche Wesen, das du wirklich bist. Weil dann zeigt sich dir eine absolut perfekte, großartige, liebende, wundervolle, aufregende, dich wertschätzende, dein alles schön findende Version, Realität von dir. Und solange du nicht da bist und irgendwelche Sätze, irgendwelche Glaubenssätze, Überzeugungen in deinem Kopf dir so selbstbewusst sagen, nee, das ist nicht, ja, das ist zu viel, ja, das ist zu schwer, ja, das geht nicht, ja, das macht er nicht, ja, das will er nicht, ja, so funktioniert es nicht, es muss anders funktionieren. Solange du diese Konfidenz, diese Selbstsicherheit im Mangel für dich verteidigst, kannst du nicht gleichzeitig eine Selbstsicherheit für dich in der Fülle erleben. Und deswegen bist du im Mangel, egal um was es geht. SP, Liebe oder Beziehung oder Geld und finanzielle Situation und Business. Business steht in der Mitte, weil Business braucht von dir dein All-in in Beziehung, in der eigenen Ansicht, dass dich Kunden, dass dich Mitarbeiter, dass dich alle Menschen so lieben mit all dem, was du bist und was du gibst. Und gleichzeitig brauchst du die Überzeugung, dass Geld dich genauso liebt, dein Business liebt, das, was du anbietest, das, was du tust und was du machst. Und solange du hier irgendwo im Mangel bist, werden sich weder deine größten, höchsten, schönsten Liebesbeziehungen für dich langfristig dauerhaft und stabil verwirklichen und auch dein Business wird nicht langfristig dauerhaft stabil zu deinem Glück, zu deiner Erfüllung finanziell und wirkungsweise stattfinden. Ja, ich hoffe, ich habe dich in diesem Video nochmal gut daran erinnert, was der Prozess ist, was der Weg ist, dass alles du bist, dass alles deine Reflexion, dein Spiegel ist und dass diese Spiegelwelt da draußen so wahr oder unwahr ist, wie du es für dich glaubst und annimmst. Und wenn du deine Ansichten, deinen Glauben und vor allem deine Identität veränderst, verändert sich dein ganzes Leben komplett. Und das ist so, so wahr. Es ist bei jedem Menschen genau so. Und deswegen ist mein Anliegen, dass du in diese Identity einsteigst. Die erste Mastermind, die ich dir anbieten kann, ist Rising Up. Die arbeitet so tief an dir und an deiner Identität. Und wenn du glaubst, du bist schon ready, dich zu zeigen mit all dem, was du hast, mit all dem, was dein Business meint, deine Angelegenheit ist, in einer hohen, hohen, hohen Frequenz, in einer höchsten, höchsten Energie, dann komm in Absolut. Absolut nimmt Business her. Absolut ist genau das Programm, wo Geld hernimmt, um dich zu spiegeln, wo deine Kunden hernimmt, um dich zu spiegeln, deine Angebote, deine Situationen, deine Mitarbeiter, dein Team hernimmt, um dir zu zeigen, wo du noch stehst, in einer Version, die noch wachsen darf. Du darfst wachsen bis in die Unendlichkeit. Dir steht unendlicher Reichtum, unendliches Glück und unendliche Gesundheit, unendliche Anerkennung zu. Nur ist es wichtig, dass du dich committest für diesen Weg. Für diesen Weg und vielleicht auch für meine Unterstützung. Aufhörst, irgendwelche kleinen Programme zu kaufen, aufhörst irgendwo Coach-Hopping zu machen und einfach sagst, ich gehe all in. Und ich kann dir eins versprechen, jede Frau, die bis jetzt all in gegangen ist, in meinen Mentorings, all in, sie hat bekommen, was sie wollte. Und sie ist dabei, noch viel, viel mehr zu bekommen, weil da ist so unendlich viel. Wenn du dich entscheidest, Rising Up zu machen oder jetzt im Business
absolut all in zu gehen, melde dich bei mir. Absolut hat noch einen Vorteils-Frühbucherpreis bis zum 1. September. Und ja, schau auf meiner Homepage, like dieses Video. Es soll der Menschheit dienen, zu wissen, dass wir absolut gut, absolut richtig, absolut perfekt, absolut geliebt, absolut im Reichtum und in der Schönheit, in der absoluten Gesundheit sind. Und deswegen ist absolut mein absolutes Lieblingswort. In diesem Sinne, ich freue mich von dir zu hören in den Kommentaren, teile, like und wir sehen uns im nächsten Video. Thank you.